Hi, Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es am Titel, es ist wieder die Zeit im Jahr, die für uns Disney-Fans die spannendste ist, wenn wir in Bezug auf Make-up sind. Und ich habe hier, ich glaube, einen sehr, sehr großen Teil der neuen Catrice Essence Sister Love Disney-Kollektion. Wir haben Lidschattenpaletten von der bösen Königin von Ursula, wir haben Highlighter Paletten, wir haben ein Charlotte Tilbury Dupe. Wir haben Pinsel, wir haben Lippenstifte, wir haben Highlighter, wir haben Blushes, wir haben alles. Ich bin super gespannt, heute einen ganz besonderen Look zu schminken, denn eine der Paletten hat mich persönlich am meisten angesprochen und deswegen freut mich, wenn wir das Ganze heute auf Herz und Nieren testen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr seid gut drauf. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein kleines bisschen aufheitern kann. Ich freue mich, dass jetzt wieder die, die gemütlichere Jahreszeit beginnt und neue Mega-Produkte rauskommen, die... Eher Richtung Herbst, Winter gehen. Und das macht mir immer ganz besonders Spaß. Und auch diese Disney-Kollektionen sind erfahrungsgemäß immer sehr, sehr gut und vor allen Dingen sehr beliebt. Deswegen habe ich bei Purish, die mir die Produkte zur Verfügung gestellt haben, nach einem Code gefragt, der lautet Maxim Disney. Und damit bekommt ihr 15% Rabatt auf die Disney Villains Collection Bundles von Catrice und Essence. Und ich glaube, wenn ihr eh ein großer Disney-Fan seid, dann könnten die Bundles für euch auf jeden Fall. Sehr, sehr gut funktionieren. Ich gehe mal kurz mit euch so ein bisschen durch, was wir haben, was wir heute nicht benutzen. Das sind vor allen Dingen zwei Lidschattenpaletten. Wenn ihr wollt, mache ich dazu noch ein extra Video oder ihr findet das auf Instagram oder auf TikTok. Wir haben nämlich diese Palette hier von der Evil Queen. Ich glaube, das ist die von Smalefix, Maleficent. Und da haben wir Farben, die in die herbstliche Richtung gehen. Wir haben so einen schönen Kürbiston, wir haben ein tolles Gelb, ein Braun, einen dunklen Rotton und sehr, sehr viele spannende Schimmerfarben. Was ich bei der Palette ganz spannend finde, ist, dass hier auch wieder die Pressings angepasst wurden. Wir haben nämlich hier diese Kürbisköpfe, diese bösen Kürbisköpfe mit eingepresst. Wir haben aber auch hier spannende andere Texturen. Also, wenn ihr jetzt meine Palette damit vergleicht, wir haben auch Schimmertöne, wir haben Topper-Shades und wir haben diese super creamy Metallic-Töne, die sehr, sehr flüssig auf dem Auge aussehen. Eine sehr, sehr schöne Palette. Wir haben noch eine andere, die wieder was so ein bisschen Besonderes ist und da war ich ganz gespannt drauf, auf die Ursula Palette. Denn die ist wie Ursula sehr lila lastig und gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben kühlere Töne, wir haben wärmere Töne und auch hier wieder diese marmorierten Shades, die einfach... Ja, so ein bisschen, ja, nochmal ein bisschen was Besonderes geben. Was ich sehr, sehr gut finde und ich auf den Bildern eher so ein bisschen skeptisch war, oder wo ich vorher ein bisschen skeptisch war, war die Form der Paletten. Die sind nämlich in so einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dexagon. Die sehen halt aus wie so ein, die sehen halt so aus. Fühlen sich auch sehr, sehr hochwertig an. Eine Palette hat aber für mich. So ein bisschen polarisiert und die möchte ich natürlich heute auch benutzen. Und das ist die Cruella Palette. Die sieht einmal so aus, ist wesentlich größer als die anderen. Und hat 18 Farben, glaube ich, mit drin. Die erinnert mich so ein bisschen, Tatsache, an eine Jeffree Star Palette von diesen kühlen Tönen. Es gab mal eine von Jeffree Star, glaube ich, die so ein bisschen in die kühle Richtung geht. Das ist jetzt keine Palette, die wir mehr benutzen und die ist natürlich wesentlich günstiger. Eine sehr, sehr schöne Palette, gerade weil das Farben sind, die man so in der Drogerie, Tatsache, heutzutage recht selten findet. Ne? Also, wir haben eigentlich bis auf diesen einen roten Ton, ausschließlich grau, schwarz und weiße Töne und das finde ich persönlich extrem besonders. Wir haben auch noch ein paar Texturen, die ganz neu sind. Wir haben also wieder diese Topper Shades, ne, die etwas gröberen glitzernden, dann diese gespekten und hier ist einer drin. Da hat Huda Beauty auch mal sowas ähnliches gemacht. Ich muss da jetzt mal kurz reingehen. Das ist so eine Gelart und da sind so kleine Perlen mit drin und die kann man dann aufbrechen und dann hat man eigentlich fast wie so einen Liquid Highlighter, der auf den Lippen ganz hübsch aussieht oder auf der Haut. Die werden wir auf jeden Fall benutzen. Ich habe einen Look im Kopf, den ich damit unbedingt schminken möchte. Es gibt auch noch einen Nagellack, der ist auch von Cruella und den Rest zeige ich euch gleich. Wir starten aber mit einem Primer und das ist der Maleficent Face Primer von Catrice. Catrice und Essence gehören ja mehr oder weniger zusammen und haben sich zusammengetan und diese kleinen Perlen platzen auf, wenn man sie ähm, durch den Pumpspender drückt. Das ist ein sehr flüssiger Primer. Er riecht nach nichts, Tatsache. Sehr, sehr wasserbasiert. Und soll eine lichtreflektierende Grundierung erzeugen. Ich glaube, wenn man den so ein bisschen mehr benutzt hat und ein paar mehr Perlen aufplatzen, dann hat man auch noch ein bisschen mehr Glow-Effekt. Das ist aber eher ein feuchtigkeitsspendender Primer, der nur so einen leichten Schein hinterlässt. Also kein glitzeriger Primer, der wie ein Highlighter auf der Haut ist. Ich mag den ganz gerne von Catrice. Den gab es ja auch schon mal in einer anderen LE. Und ich finde es immer schön, dass sie auch Produkte, die schon mal gab, wieder rausbringt. In LE ein paar Jahre später, weil sie einfach dann, wenn euch der gefallen hat damals, dann wird euch der natürlich auch gefallen und es gibt ein schönes Gefühl auf der Haut. Bleibt unbedingt bis zum nächsten Produkt dran, denn dieses Schätzchen wird ein Dupe zu Charlie Tilbury sein. In der Zwischenzeit mache ich einmal kurz meine Base und dann geht's direkt los. Bevor ich den Concealer sette, probieren wir dieses Schätzchen einmal aus. Das ist ein Liquid Highlighter von Catrice in der Farbe 020 Divine. Und der hat, genauso wie die Charlotte Tilbury Schätzchen, hier so ein Schwämmchen mit dran. Ich mache die üblicherweise ab, weil es dann einfach einfacher ist, das Produkt so ein bisschen zu dosieren. Man kann es auch aufdrehen. Und jetzt drücken wir einmal. Ah, da kommt schon. Schaut mal. Ah. Okay, wartet mal. Hm, der ist ein bisschen rötlicher. Der Highlighter ist wesentlich goldener. Also, ihr seht es, wir haben drei verschiedene. Farblich sind die unterschiedlich. Das hier ist Charlotte Tilbury Blushlight. Das ist der Charlotte Tilbury Highlighter. Und das ist der Catrice Blush. Und den möchte ich mir jetzt so ein bisschen auftragen. Ich nehme dazu meinen Brush Nummer 1 und tupfe mir das einfach hier ganz leicht rüber. Der ist sehr reflektierend und ist natürlich eine cremige Textur. Deswegen könnt ihr den auch sehr, sehr gut auf der auf der Haut auftragen, wenn ihr noch kein Puder benutzt habt. Ich gehe liebend gerne mit diesen Schwämmchen-Applikatoren auf meinen Handrücken und kann das Produkt dann so ein bisschen besser dosieren. Sehr, sehr schön. Und was ich daran ganz gut finde gerade ist, dass er so eine leichte Farbe hat. Schönes Produkt, sehr schöner Glow, der sehr fein ist. Also, ihr seht es, das ist ein ganz, 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 ganz feiner Glow jetzt auf meinem Handrücken. Okay, ich fixiere einmal ganz schnell meinen Concealer, nehme dafür mein Microfiber Multitool Mini und gehe wirklich nur mit einer hauchdünnen Schicht Puder über mein Gesicht, um einfach ja, ein bisschen Glow wegzunehmen. Ihr seht aber trotzdem, der Highlighter kommt auf jeden Fall noch durch, aber sehr sehr zart. Wir können ihn natürlich dann auch noch mit dem Puderprodukt mit aufbauen. Wir haben aber auch noch was anderes. Und zwar gibt es einen Blush. Der ist von Essence aus der Evil Queen Reihe und auch der erinnert mich so ein klitzekleines bisschen an ein Charlotte Tilbury Pop Blush, denn ihr habt außen einen Ring und innen noch einen anderen und ich finde, das ist echt. Da kann man dann immer so ein bisschen aussuchen, welche Farbe der Blush haben soll. Den tupfe ich mir jetzt einfach ganz grob hier rüber und habe einen sehr schön frischen Blush, der aber nicht zu pinky ist. Der geht so ein bisschen in die Rusty-Peach-Richtung, also in den Rost angebrannten Pfirsich. Und hinterlässt auch einen ganz leichten Glow. Wenn ihr den mittleren Teil ausspart, da kommt man gut ran. Der ist sehr, sehr groß. Der hat, der hat 10 Gramm fast, 9 Gramm. Dann könnt ihr da auch einfach einen matten Blush draus machen. Ich mag das aber ganz gerne, diesen Hauch. Nur ein Hauch, weil ich finde, ein bisschen Schimmer gibt dem Make-up immer noch ein bisschen was Hochwertigeres und dann sieht die Haut nicht so, nicht so crusty aus. Schönes Produkt, schöne Farbe. Perfekt für den Herbst, weil sie eher so ein bisschen in die orangeliche Richtung geht. Es gibt natürlich aber auch noch eine Highlighter-Palette. Und auch das ist wieder ein Brummer. Wir haben drei verschiedene Farben. Die sehen auch wieder aus, als wären die gebacken, denn die sind so ein bisschen erhaben. Wir haben einen sehr hellen, einen etwas dunkleren und außen nochmal so einen goldenen Ton. Da könnt ihr die Farben, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich gehe jetzt einfach mal in ähm, Classy rein und platziere mir den punktuell so ein bisschen da, wo ich den. Highlighter, die Liquid Highlighter hatte. Was ich immer ganz gerne mache, ist, ich gehe erst mit dem cremigen Produkt und dann mit dem schimmernden Pendant einfach an die Stellen rüber, um die an den Stellen so ein bisschen zu fixieren. Alle drei Farben sind sehr tragbar. Ich bin jetzt hier auf der Seite mal in alle gegangen. Ist schon ein extremer Highlighter. Ne? Man kann ihn natürlich auch zarte aufbauen. Ich übertreibe es natürlich immer ganz gerne für euch. Aber ein sehr schöner Glauben. Also ich glaube, diese Disney-Produkte sind natürlich auch etwas, wenn man wirklich ein Fan von von ähm, Disney Produkten ist und ich das ist halt schön in der Sammlung und die Sachen sind dann halt auch dabei noch gut. Mir fällt gerade auf, dass ich einen Pinsel vergessen habe, den es noch gibt. Das ist auch der Evil Queen Pinsel. Der ist ganz besonders, der ist sehr sehr festgebunden. Also, der ist so ein bisschen angeschrägt und ich glaube, dass man damit sehr sehr gut Foundation auftragen kann. Ich gehe jetzt einfach mal in den Bronzer und wir pressen den mal rein. Das ist nämlich das schöne an diesen schrägen, dass ihr sehr präzise die Produkte auftragen könnt und richtig schön in eure Haut stempeln könnt. Deswegen mag ich die ganz gerne. Er ist sehr fest. Also, Foundation sollte damit definitiv klappen. Schöner Pinsel vom Gefühl her ist sehr schwer. Habt ihr wirklich eine gute Kontrolle über das Produkt? Schön. Ich weiß, ihr wollt alle die Lidschattenpalette sehen. Ich, ich bin auch sehr, sehr gespannt, wie die performt. Ich zeige sie euch noch mal hier im Close-Up. Sehr schöne Farben. Und natürlich werden wir heute die, die, die grauen und schwarzen Töne benutzen, weil das. Das ist etwas, was in der Drogerie sehr, sehr selten geworden ist. So Anfang der 2000er hast du die überall gehabt. Jetzt haben wir hier wirklich etwas, was. Schon krass ist. Ich habe das Ganze einmal kurz fixiert, dass das alles richtig schön ineinander schmelzen kann. Und jetzt seht ihr auch diesen leichten Glow, der aus der Haut wieder mit rauskommt. Durch den Primer einmal natürlich, aber auch durch den Liquid Highlighter, den Puder Highlighter und diesen wahnsinnig schönen Blush. Freunde, let's go. Ich nehme mir erstmal einen fluffigen Blendepinsel und starte mit der Farbe Puppy. Puppy ist ein recht kühler Transition Shade-Ton. Den kann ich mir auch gut vorstellen, wenn man den als. Ähm, als Contouring-Produkt benutzt. Ich gebe mir den jetzt einfach erstmal nur leicht in die Lidfalte, um schon mal so einen Farbverlauf zu haben. Bei Smoky Eyes ist es so, dass man, ich finde, am besten immer erst mit einer helleren Farbe beginnt und weiß, wo man aufhören soll, weil es ganz schnell passieren kann, dass man zu weit nach außen geht und dann sieht man auch aus, als hätte man einen auf die Nase bekommen. Wie gesagt, wenn ihr wollt, mache ich natürlich auch nochmal einen Look mit den anderen Paletten, vermutlich dann bei Instagram oder bei TikTok. Oder hier bei Shorts oder hier in die YouTube Story habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. Okay, die Farbe ist für eine Transition Shade sehr, sehr intensiv. Also, ich muss nicht viel Produkt immer aufnehmen, lässt sich gut verbinden. Ich war jetzt natürlich auch wirklich sehr, sehr mutig. Ich glaube, dass diese Grautöne definitiv wieder im Kommen sind, weil sie einfach sehr edel aussehen. Und ich weiß nicht, ich finde, die sehen immer sexy aus. Ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Ich gehe ein bisschen in London. Und blend hier oben London einmal mit rein, einfach um den Übergang etwas weicher zu kriegen. Das muss ich sagen, gefällt mir bei der Palette ganz gut, dass wir wirklich auch in einer Farbfamilie sind. Ne? Also wir haben natürlich so einen Pop of Color, den man gut benutzen kann, um Inner Corner Highlight beispielsweise zu machen oder die Lower Lash Line. Das Ziel dieser Palette ist aber definitiv natürlich einen Smoky Eye Look oder so einen kühlen Augenlook zu haben. Was gerade ganz beliebt ist, ist jetzt einfach eine Crease in Matt Weiß. Und fertig. Rote Lippen, fertig. Sieht super aus. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so einen Look mache, dann kriege ich Ärger mit euch. Wir probieren einfach noch ein paar Farben mehr aus. Deswegen gehe ich nochmal in Modern und Obsessed schon ein bisschen rein. Obsessed ist nämlich die dunkelste Farbe, die wir hier in der Palette haben. Und verdunkel mir hiermit nochmal die Crease und blend die schon recht weit aus. Smoky Eye, ich habe es immer nie verstanden. Und früher hatte ich echt Probleme damit diese cool Smoky Eyes zu machen, weil einfach braune Farben oder warme Farben sich viel, 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 viel einfacher verblenden lassen als so ein Cool-Tone-Look ne? mit Grau und Schwarz. Das ist schon Masterclass. Aber die sind sehr, sehr gut zu verblenden. Bin, bin auch schon ein bisschen in Obsessed reingegangen. Der ist ein bisschen pudriger im Pfändchen. Macht das Blenden dadurch aber viel, 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 viel angenehmer. Ich nehme mal noch ein bisschen Puder unter meine Augen. Große Empfehlung, wenn ihr dunkle Farben benutzt, nehmt immer entweder erst die, macht erst die Augen und dann äh, den Rest. Ich nehme jetzt einfach eine lose Schicht Puder, presse die gar nicht mehr so richtig in die Haut ein. Ich will einfach nur so eine Schutzschicht haben. Und nehme mir jetzt einen Packing Brush und gehe in die Farbe obsessed. Das ist wirklich eine krasse, dunkle Farbe. Klopft gut ab und platziere mir die hier auf mein bewegliches Lid. Kleiner Tipp, wenn ihr mit so dunklen Farben arbeitet, könnt ihr auch immer vorher mit einem Eyeliner schon mal oder mit so einem Gel-Eyeliner oder einem Augenstift, Kajalstift, lang gehen, dann wird die Farbe noch dunkler, aber das ist hier kein Thema. Also die ist extrem pigmentiert, wenn man sie aufpresst, aber ich liebe dieses grau. Eis kalt. Jetzt wäre natürlich das Rot krass. Ich will aber rote Lippen machen. Es wird extrem. Ihr kennt mich. Ich hasse diese Basic Looks und diese Regel, äh, wenn, man, wenn man schwarze oder dunkle Augen hat, dann darf man keine Bo oder starken Lippenstifte tragen. Freunde, wir machen, was uns gefällt. Extrem schön. Die Farben sehen tatsächlich auch nicht pudrig auf dem Auge aus. Mit einem kleinen Pinsel hier von Essence in Obsessed und gebe mir das an die Wasserlinie. Schwarzer Kajal muss sein. Wow. Wahnsinnig schön. Ich blende jetzt hier hinten noch so ein bisschen länglicher aus, dass es eher so ein Smoky Cat Eye wird. Krass. Ich würde tatsächlich am liebsten nichts mehr raufgeben, weil ich diese grauen, schwarzen Smoky Eyes sehr, sehr gerne mag. Deswegen, aber ich muss noch einen Schimmerton benutzen, gehe ich jetzt mit einem Blending Brush, den ich schon benutzt habe, in die Farbe Dalmatian, Dalmatian. Tina, Rules und Black. Die sehen alle recht ähnlich. Und gehe nur ganz leicht rüber, um so ein Hauchbewegung zu haben. Ich zeige euch hier mal kurz einen Swatch von den Tönen, dass ihr seht, wie krass die sind. Ne? Also, das sind dunkle Schimmertöne. Eins, zwei, drei. Sehr, sehr schimmrig. Also, ähnlich wie Karma und Forest bei mir in der Palette. Okay, ich gehe vielleicht doch noch ein bisschen in Black und tupfe das. Oh, uh, das ist natürlich krass, weil es jetzt aussieht. Als hätten wir so ein Eyegloss drauf. Uh. Ein rotes Inner Corner wäre auch krass, oder? Okay, komm, wir probieren es. Gehe einfach mit dem kleinen Pencil Brush, den ich ein bisschen nass gemacht habe. Hier ans Inner Corner. Ja, krasses Ding. Wir haben noch eine Mascara. Das ist die I Love Extreme von Essence Evil Queen Volume Mascara. Das ist ein sehr, sehr großes Bürstchen. Ist die schwarz? Ultra Black, ja. Damit gehe ich jetzt einfach einmal durch. Die I Love Extreme Mascaras, die kennen wir. Und das finde ich immer ganz schön, dass sie immer die beliebteste Mascara auch benutzen, weil sie einfach für die meisten von uns dann funktioniert. Und ihr habt dann immer nur noch so ein angepasstes Design. Es gibt zwar noch einen Lippenstift aus der Kollektion. Dieses Schätzchen hier sieht auch cool aus. Ich zeige euch hier meine Nahaufnahme. Der hat so Glitzer-Specs mit drin. Aber das ist wieder so ein Color-Changing-Lip-Balm. Der wäre mir jetzt persönlich für diesen Look einfach zu schwach. Deswegen gebe ich mir jetzt mal was auf die Lippen. Es war die Farbe Underdog von Fenty und muss sagen, I love it. Was ist das bitte für ein krasser, intensiver Look? Ganz anders als das, was wir aus diesen Disney-Kollektionen sonst so kennen, die ja immer sehr süß sind und so ein bisschen frischer und frecher. Das ist einfach Vamp. Das ist, ich gehe abends auf einen Ball, ich komme in den Raum, die Tür geht auf und alle denken sich so. Wow, eine super schöne Zusammenstellung von kühlen Tönen, die einfach sehr einfach zu benutzen waren. Also ihr habt es gesehen, ich habe jetzt hier nicht stundenlang geblendet, ich brauchte keinen Gel-Eyeliner drunter, damit das Dunkle ein bisschen besser rauskommt. Das ist top. Aber diese Lidschattenpalette ist phänomenal. Es war mir ein Riesenfest, diesen Look mit euch gemeinsam zu schminken. Hat mir super viel Spaß gemacht. Es war jetzt wirklich kein Flop-Produkt mit dabei. Und ich glaube, dass es für uns kleine Sammelmäuser eine gute Sache ist, da mal vielleicht vorbeizuschauen. Ich setze euch alles unten in die Infobox, die Produkte. Nutzt gerne den Code. Das ist keine affiliate code Ich kriege kein Geld von diesem Code. Einfach nur für euch. Mir hat es super, super viel Spaß gemacht. Ich liebe den Look. Ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.